Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum literarischen Treffpunkt. Heute darf ich Sie wieder zu einer Lesung besonderer Art einladen. Am 21. März liest Josef Breinin aus seinem neuen Roman Die Bestsellerin. Sie werden jetzt vielleicht denken, die Bestsellerin, der Bestseller, was für ein Titel mag das wohl sein? Ich kann Ihnen nur persönlich sagen, als Buchhändler, mich haben die Zeilen, die ich bereits jetzt gelesen habe, sehr, sehr mitgenommen, sowohl sprachlich als auch in einer Form der Spannung. Es ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch. Der Dachbuchverlag ist ja bereits bekannt durch sein letztes Buch Tito di Piaffe und das Einhorn, das bei uns präsentiert wurde, großen Zulauf hatte und eine großartige Veranstaltung war, und das Buch verkauft sich auch wirklich recht gut. Ich weiß es nicht wie bei den Kollegen, aber zumindest in meiner Buchhandlung sehr gut. Ich habe gerade heute eines auch verkauft. Ich sage das nicht, weil ich jetzt online bin. Dachbuchverlag ist für mich ein Verlag, wo zwei junge Herrschaften wirklich so stark dahinter sind. Und ich bin so stolz als Buchhändler, dass sich in Zeiten wie diesen ein Verlag traut, noch einmal zu beginnen. Aber wie es zeigt, das erste Buch war großartig und das zweite ganz anders. Aber so spannend. Mehr will ich nicht verraten. Ich lade Sie zur Lesung ein. Wie gesagt, 21.03. 19 Uhr. Kommen Sie recht zahlreich. Ich freue mich und auf ein baldiges Wiedersehen. Guten Tag. Mein Name ist Josef Breinin. Ich habe meinen zweiten Roman eben fertiggestellt. Und es geht ums Schreiben. Ums Schreiben und ums Lesen. Die Protagonistin ist eine Schriftstellerin, eine erfolgreiche Schriftstellerin, also sie muss nicht kämpfen mit ihren Auflagen. Im Gegenteil, sie ist so erfolgreich, dass sie für sich beschließt, sie möchte einen neuen Weg einschlagen. Sie möchte anders schreiben als bisher. Und das Ergebnis ist, dass nur sie das möchte und alle anderen wollen das verhindern. Ihr Verleger möchte es verhindern, weil sie war bis jetzt erfolgreich. Ihr Publikum möchte gern so weiterlesen über sie, so wie sie es bisher gewohnt waren. Aber Gisela, das ist ihr Name, Gisela Berger, sie beschließt, sie möchte ihr eigenes Leben leben. Sie versucht, aus der Normierung auszubrechen, die uns alle bedroht. Und ich beleuchte das in der Branche des Verlegens, des Schreibens und des Lesens und in der Buchbranche. Und Gisela Berger kämpft sehr, wie soll ich sagen, konsequent und wählt auch Wege und Mittel, die ungewöhnlich sind. Und im Ende wird sie Erfolg haben. Aber wie sie das macht, möchte ich jetzt nicht verraten. Ich möchte nur sagen, dass sie ihren Widersachern immer einen Schritt voraus ist. Es ist kein todernstes Buch. Es ist ironisch. Es ist sinnlich. Man hat auch was zum Lachen, aber auch was zum Nachdenken. Und es muss nicht unbedingt so sein, dass das Leben wirklich so spielt. Aber man könnte darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht möglich wäre, dass das Leben so spielt. Für manche ist es einfach, im Erfolg zu bleiben und das Leben einfach dahin gleiten zu lassen. Für andere wieder ist es sehr wichtig, hier zu brechen, etwas Neues zu machen, neue Abenteuer zu suchen, neue Herausforderungen zu begegnen und sich selbst auch an neue Grenzen zu führen. Meine Protagonistin, Gisela Berger, sie tut genau das. Sie ist unzufrieden mit ihrem Erfolg, sie ist unzufrieden mit ihrem Status. Sie möchte einen Schritt weitergehen und sich selbst prüfen, ob das überhaupt möglich ist.